Also eine 56-8-1, aber wäre theoretisch sogar PB gewesen. Und bist auch im exklusiven Fullscreen-Modus. Klar. Gott, ist das eklig, diese Map zu fahren mit den Ghosts an. Aber die Tradition muss beibehalten werden. Immer in der ersten Runde mit Ghosts fahren. Oh shit. Kann Also diesen das letzten Risky Finish Sprung finde ich immer so voll. dermaßen fucking easy. Ja, ist es auch, aber. Also der letzte Sprung da einmal hoch. Ja, der ist immer ein bisschen weird, Der das ist bei mir kann so knapp sein. fehleranfällig. Aber ich bin einmal dagegen gebonkt. Weil man kann halt einmal gegen die Kante bonken oder halt dann gegen die Bande. Wenn man es halt drauf geschafft hat, dann gleich links Der gegen die erste Typ bei Bande. uns hat eine 55-0. Das wird schon mal wild. Oh, ich habe direkt die erste Kurve gehittet. Also wirklich die erste. Direkt rechts die Bande, quasi 2 cm vom Start entfernt. Jetzt war ich schon richtig los. Ja. Wir sind jetzt gerade in Runde 2. Hat gerade angefangen vor 17 Sekunden. Okay, bei uns erst jetzt. Wie viele sind bei euch drin? 51. Bei uns 49. Und jetzt kommt die absolute Fail-Passage bei mir. Eieiei, nochmal. I have a problem. Hast du einen Checkpoint verpasst? Nee, ich bin gebonkt vor dem ekligen Sprung, den du gerade noch angesprochen hast und war zu langsam. Ich muss mich erstmal resetten. Real Talk. Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt schon rauskriege, ist da. Okay, 42. Uff. Von Was? 45 Ja. hättest du sein dürfen. Ja. Ja, gut. Zweimal wogegen kommen und einmal resetten ist halt schon nicht so geil, ne? Dafür werde ich jetzt nur noch absolute Top-Level-Performance abliefern hier. Denn immerhin bin ich der beste Trackmania-Spieler Europas, wie alle Leute hier wissen. Auf Division 12. Ne, worldwide. Ich bin der beste europäische Spieler. Ui! Ich schwöre dir, ich hasse diesen Sprung. Ich bin doch schon wieder ultra scheiße rausgekommen. Welchen? Ja, der vom Ziel. Ich komme immer mit viel zu viel Speed und einem zu engen Winkel. Also nee, warte, in einem zu. Nein. Ja, du weißt, was ich meine. Ich fahre halt Zu einfach. sehr zu 90 Grad. Nee. Eher so zu sehr zu wenig 90 Grad.
Okay, dann wirklich zu flach. Ja. Mit was ist man bei euch rausgeflogen? Ich habe nicht drauf geachtet. Die Map interessiert mich so wenig, dass ich null auf solche Sachen achte. So bei Dirt, nachdem ich meinen Part zu Ende gefahren habe, dann schaltet sich mein Gehirn aus. Und ich gucke aber für so 20 Sekunden auf meinen Bildschirm, aber ich nehme nichts wahr. Dann, by the way, gestern erklärt, wie man die Mods installiert. Und dann haben wir erst noch, dann habe ich versucht herauszufinden, wieso bei ihm Trickmania Exchange nicht funktioniert. Bis ich dann realized habe, dass du das einfach legit nicht benutzen kannst, wenn du keinen Standard Access hast. Wenn du nur Standard Access hast. Also du brauchst halt mindestens Standard Access, damit Trickmania Exchange geht. Ja. Du kannst ja nicht mal die Maps aus dem Internet runterladen und dann einfach in den... Also du kannst... Also ganz ehrlich, die Free-to-Play-Version ist halt schon ultra dreist. Ich meine, du kannst halt legit nicht mal die Maps runterladen, in den Ordner von den Maps reinpacken und das dann irgendwie so spielen. Du kannst halt nur die Kampagne spielen und halt die Trainingsmaps und Ranked und Royal und das war's halt. Ich glaube, du kannst nicht mal einen lokalen Multiplayer spielen. Muss die Kampagnen-Maps immer austauschen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, ob das gehen würde. Müsste von der Logik her eigentlich gehen, aber wer weiß, ob das Game da nochmal irgendwie so Checks drin hat oder so. Ja. Oh, ich habe aber... Reingeschissen? Ich habe reingeschissen. Ich bin nur unsauber gefahren, aber... Ja, ich hab an der 42-Sekunden-Stelle oder gebunkt. Was ist, verkackt. Das eine PW sein. Oi, oi, oi. Ich hab den roten Rahmen. Okay. Langsam häufen sich die Fehler bei mir. Bei mir auch. Das wird bei mir so ein Ding wie immer. Ich werde einfach jede Runde schlechter. Ach, ich muss resetten. Eieiei. Das könnte das aus sein. Sag's wie es ist, das ist das aus. Ist das aus bei mir? Als ob. Was machst du, Junge?
Machst du einen Fehler, machst du immer mehr Fehler. Ich gehe an der einen Stelle jetzt immer voll vom Gas runter, weil irgendwie die holt mich sonst. Die ist... Ui, ich bin ultra langsam vor dem Sprung. Mal gucken, ob ich ihn schaffe. Ja. Und nein. Ich sag mal so, ich schließe mich dir eventuell jetzt an. Okay, hast du mal? Tu ich doch nicht. What the fuck, warum die Leute da verkackt? Ich war am letzten Checkpoint, war ich ein, also quasi der letzte Typ, der noch drin gewesen wäre. Eigentlich Musik in Trackmania beim Spielen. Ich mach die mal an. Die Map ist so langweilig und ich habe gerade keinen Bock rauszutappen. Ich find's immer noch schade, dass die einfach nicht diese ultra geilen Community-Server-Features haben, die Nations Forever hatte. Auf irgendeinen Community-Server rausgegangen und dann hast du ja erstmal den absoluten EDM-Shit auf 3000 Dezibel gehört, aber es war halt trotzdem irgendwie nice. Allgemein, keine Ahnung, ich finde in diesem Trackman, er fühlt irgendwie so ein bisschen das Community-Gefühl. Das fühlt sich halt an der Paywall, ne? Ja. Es liegt aber auch daran, dass irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, in dem anderen hast du halt 6 Milliarden UI-Fenster und so, wobei auf einigen Servern hier hast du das auch. Aber die Paywall ist halt dumm. Also ganz ehrlich. Die hätten halt meinetwegen einfach, also Standard Access sollte halt kostenlos sein. Und klappt dann halt quasi das, was jetzt Standard ist. Weil wenn man mal ehrlich ist, finde ich es auch ziemlich dreist. Das klappt irgendwie, ich weiß gar nicht, das kostet ja ein gutes Stück mehr als Standard Access. Theoretisch. Standard ist ja ein 10er im Jahr, ne? Oder was war das? Ja, kann sein. Knapp 20 oder so? Oder sogar mehr? Ich bin mir gerade echt nicht mal sicher. Und das ist halt absolut unverschämt, dass Klapp so viel teurer ist als Standard, weil Klapp kann halt eigentlich gar nichts, wenn man mal ehrlich ist. Außer du bist so mega invested in diesem Klapp-Content, was ja eigentlich kein Mensch ist. Weil du die normalen Rooms ja trotzdem accessen kannst, auch mit Standard Access. Ich habe den roten Rahmen. Ich habe den roten Rahmen nicht mehr. Ich hab wieder den roten Rahmen, obwohl mir der rote Rahmen gerade nicht angezeigt wird. Aber theoretisch müsste ich ihn haben. Und ich habe den Einsprung ein bisschen verkackt. Ich bin wieder der letzte Platz vom roten Rahmen. Ah, okay, nee. Einen bin ich noch hochgestiegen. Beste Orange. Ist dein Name Orange? Nee, mein Name ist Max.
Top 13. Zwei Runden noch, dann bin ich in der Top 10. Wup, wup. Wup, wup. Könnte aber knapp werden, so viele Fehler, wie ich hier immer mache. Also langsam kommen wir auch in so eine Region, wo einfach die Tatsache, dass wenn du halt Dirt nicht so fährst, wie du Dirt eigentlich fährst, oder mal ganz leicht irgendwie clips, dass es halt schon echt kritisch ist. Voila, Krise. Voila, Krise. Hast du nicht Diablo mal gespielt? Oh! Alter, ich habe schon mal ich habe wieder genau den gleichen Fail gemacht, wie ich schon mal gemacht habe, nur diesmal schneller. Also Diablo 3. Ja, ja. Ja, alles andere juckt mich nicht. Ich habe Diablo 2 mal kurz gespielt und Diablo 4, die Beta oder? Nee, nicht Diablo 4, sondern hier dieses Remake von dem alten, von dem Zweier. Oder ist das einer? Ich habe keine Ahnung. Die noch irgendwann nochmal ein neues, also I don't know. Hast du dir bei Steam Lost Ark mal angeguckt? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist free to play und kommt morgen raus. Und ich bin so minimal hyped. Also nicht hyped, aber ich guck mir das auf jeden Fall mal an. Das sieht nicht so schlecht aus. Yay, in der Top 10. Wup, wup. Wup, wup. So, jetzt muss ich mich actually anstrengen. Glaube ich. Sehe schon, komm, ich werde direkt reinscheißen hier. Gleich. Die Stelle habe ich schon mal nicht gut genommen. Okay, jetzt kommt meine absolute Nemesis-Stelle immer wieder. Und guess who choked? Ein Gegner? Nee, leider nein. Ich glaube auch, das ist unaufholbar. Okay, nevermind. Uiuiui, da hat aber der eine nochmal irgendwo verkackt. Also hat doch ein Gegner gechoked. Ich weiß nicht, irgendwie. Also für einen Choke war der dann doch nicht langsam genug, aber irgendwie habe ich den überholt. Vielleicht nur so ganz kurz gebonkt oder so. Heißt, du bist noch drin? Ich bin noch drin. In Top 8? Ich kann nicht. Ja, wir sind jetzt 7 Leute gerade. Also fliegt noch einer raus? Ja. Sorry, und ich hab gebonkt.
Und der rote Rahmen. Ja, komm, ich habe komplett reingeschissen. Also, ich habe mich jetzt auch resetten müssen. Wenn jetzt noch irgendwer es schafft, dass ich... Nee, plus 11 und das Ziel ist schon da. Ja, never.